Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer! Die Linke möchte die private Krankenversicherung abschaffen. Eine der Begründungen ist Bürokratieabbau. Jetzt kenne ich keinen, der privat versichert ist, der sich schon mal wegen zu viel Bürokratie beschwert hat. Aber wir haben in Deutschland über 100 gesetzliche Krankenversicherungen. Und wenn Sie die zum Maß aller Dinge machen wollen, dann fangen wir doch da vielleicht mal an. Wir haben einen Antrag, eine Anfrage gestellt, eine kleine Anfrage zum Thema Wirtschaftlichkeit der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir laden Sie ein, die mit uns gemeinsam auszuwerten. Vielleicht schaffen wir das, was die Österreicher gerade machen, von 18 gesetzlichen Krankenversicherungen runter auf 4. Das wäre mal eine Entbürokratisierung, die auch wirklich den Namen verdient. Sie sagen durchaus richtig, Privatversicherte zahlen bis zu 3,5-fache dessen, was ein gesetzlich Versicherter bezahlt. Dadurch sind aber viele Arztpraxen überhaupt erst wirtschaftlich tragbar. Wenn wir die private Krankenversicherung abschaffen würden, dann würde das bedeuten, dass bei ungefähr 10% Privatversicherten eine Praxis ungefähr 10 bis 15% Umsatz verlieren würde. Bei gleichbleibenden Fixkosten bedeutet das für den niedergelassenen Arzt einen Einkommensschwund von ungefähr 20 bis 30%. Auf das Thema gehen Sie überhaupt nicht ein. Wir haben jetzt schon 2000 Ärzte, die Deutschland jährlich verlassen. Was für ein Exodus würden Sie denn auslösen? Sie gefährden mit Ihrem unausgegorenen Antrag die medizinische Versorgung der Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren. Und Sie gehen doch überhaupt nicht auf die Wünsche der Menschen ein, nach Bonusmöglichkeiten, nach vielleicht Eigenbehalt, nach dem Verzicht auf Leistungen. Das spielt bei Ihnen anscheinend überhaupt keine Rolle in Ihrer sozialistischen Einheitswelt. Ein Beispiel wäre vielleicht Österreich. Da haben wir eine gesetzliche Pflichtversicherung für alle, die dann ergänzt wird um private Zusatzversicherung. Vielleicht ist das tatsächlich auch ein Modell für Deutschland. Nur dafür, bitteschön, brauchen wir private Krankenversicherung. Die wollen Sie jetzt aber komplett einstampfen. Das heißt, Sie berauben uns der Möglichkeit, unser Gesundheitssystem zukünftig intelligent weiterzuentwickeln. Und das wollen wir definitiv nicht. Und lassen Sie mich abschließen gleich mit einer allgemeinen Betrachtung. Ja, Sie haben durchaus recht, die privaten Krankenversicherungen bieten Gutverdienenden die Möglichkeit, Geld zu sparen. Nur, wir haben doch heute schon die höchsten Belastungen bei Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen weltweit. Und das Geld brauchen wir auch. Damit müssen wir nämlich unseren großzügigen Sozialstaat finanzieren. Und das ist doch eine fatale Kombination. Wir locken Menschen mit Sozialleistungen in dieses Land, vor allen Dingen Menschen, die wenig leistungsfähig, wenig leistungswillig sind. Wir binden sie an unser Land. Und auf der anderen Seite, ja, mit hohen Steuern und Sozialleistungen schrecken wir leistungsfähige, gut ausgebildete, damit auch potenziell besser verdienende ab. Und vertreiben Sie unter Umständen sogar. Ich sprach eben schon von 2000 Ärzten, die dieses Land jedes Jahr verlassen. Meine Damen und Herren, wir brauchen mit Sicherheit nicht das, was Sie immer wieder fordern, immer mehr Beiträge, immer höhere Abgabensätze. Wir brauchen eine Entlastung für unsere Bürger und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Ich danke Ihnen. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.